Die Mächte dieser Erde in Deutsch. Ich habe angefangen, mir das alles anzuschauen, die alten Kulturen und Religionen zu betrachten und fand dieses Thema einer nichtmenschlichen Kraft mit negativen Absichten. Oh shit, ich glaube, jetzt geht's los, Digga. Von der sie sagen, dass diese eine reptilienartige Form angenommen hat. Untersuchte ich diese reichen und berühmten Milliardäre von heute, die heute Mitglieder dieses Kults sind. Und zwar immer und immer und immer wieder werde ich in den Satanismus und in die Pädophilie geführt. Wenn derjenige sich von menschlicher Energie ernähren will, kann er sich nur davon ernähren, wenn wir diese Schwingung abgeben innerhalb eines Frequenzbandes, das sie absorbieren können. Krass. All die Geheimnisse des Lebens können nicht durch die offizielle Version der Realität erklärt werden. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Love Vlog Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns ein neues Video rein, welches heißt David Icke, die Mächte dieser Erde in Deutsch. In Klammern, wichtig. Ich glaube, das wird eine miese Schwurbelei sein, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich habe von David Icke schon mal gehört und ich glaube, der ist mies in der Recherche drin. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. So, ich übernehme auch kein Gewehr für das Gesagte hier. I don't know, in welche Richtung das jetzt reingeht. Aber wir gucken uns das jetzt an. Ich liebe euch. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein Kommentärchen. Abonniert den Kanal. Und ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Und los. Echsenmenschen. Mach keinen Scheiß, Digga. Redet ihr über Echsenmenschen? Mach keinen Scheiß, Bro. Wir gucken mal, wie lange wir es aushalten. Repto? Nein! Echt jetzt? Das könnte mir einer zu tief sein, ja? Der Typ ist die Recherche. Der sieht selber aus wie ein Echsenmensch. Ich küsse doch dein Herz. Als ich anfing, mich mit den alten Kulturen und Religionen zu beschäftigen, und den Podcaster kenne ich auch irgendwoher. Mir dabei aufgefallen ist über die Jahre, wo ich das recherchiert habe, ist nicht, dass die Dinge so unterschiedlich sind, sondern die Dinge, über die sich die Menschen einig sind. Das sind die Dinge, die immer gleich sind. Ich suche danach Mustern. Der Übereinstimmung über die Äonen, was wir Zeit nennen. Und sie finden heraus, wenn sie sich die alten Religionen oder die alten Kulturen ansehen, dann finden sie diese Übereinstimmungen. Diese Realität, diese Welt der Menschen ist manipuliert durch etwas, was wir nicht sehen. Das sind die Pantheons der Götter, der griechischen Götter und anderen Götter, zu denen die Leute beten, aber es nicht sehen können. Laut den Mainstream-Wissenschaften ist das elektromagnetische Spektrum grundsätzlich unsere Realität. Und das ist 0,005% der Energie in all ihren Formen, die das Universum ausmacht. 0,005%, manche sagen 0,5%, spielt keine Rolle, es ist winzig. Das sichtbare Licht, also das einzige Frequenzband, was wir sehen, ist ein Abstrich, ein Bruchteil von diesen 0,005%. Also im Grunde genommen sind wir blind, richtig? Für die Menschen ist es schwer, das so zu sehen. Okay. Wo es einfach ist, ihnen zu sagen, wir haben WLAN in diesem Raum, aber ihr könnt es nicht sehen. Ist so, Digga. Das Spektrum, was wir sehen und hören können, so, das ist sehr gering im Vergleich zu, was man alles sehen und hören könnte. In verschiedenen Frequenzbereichen, so, weißt du? Aber die meisten können das nicht wirklich verstehen. Aber wenn sie wirklich diese Welt verstehen wollen, dann müssen sie sich darüber im Klaren werden, weil sie so viele Dinge als unmöglich abtun. Weil das erklärt ihnen, warum. Wenn irgendetwas außerhalb des sichtbaren Lichts operiert. Nee, das visuelle Spektrum, davon wird gesprochen. Ja, ich habe es jetzt verstanden, erst im Nachhinein. Aber das mit der Materie ist auch wild. Also wenn du überlegst, dass alles, also dass wir zum Beispiel aus mehr leerem Raum bestehen als aus Materie, so. Kannst du dir nicht vorstellen, so, aber es ist so. Sagen wir ein UFO oder ein Wesen. Wenn es dann in das sichtbare Licht eintritt, kommt es aus dem Nichts für den Beobachter. Also nicht wirklich, aber für dich sieht es so aus, als würde es aus dem Nichts auftauchen. Und wenn es verschwindet, dann verschwindet es aus deiner visuellen Realität. Ich habe angefangen, mir das alles anzuschauen, die alten Kulturen und Religionen zu betrachten und fand dieses Thema einer nichtmenschlichen Kraft mit negativen Absichten. Oh shit, ich glaube, jetzt geht's los, Digga. Der Menschheit gegenüber, die unsere Welt aus der Unsichtbarkeit heraus manipulieren. Wenn du dir das Christentum anschaust, sie haben den Teufel. Der Teufel quasi, wa? Und Satan. Das ist in deren Kollektiv der Name für diese Macht. Und sie sprechen über Dämonen.
Und wenn wir uns den Islam angucken, der Islam ist natürlich völlig anders als das Christentum. Aber tatsächlich. Da sind viel mehr Gemeinsamkeiten, als die Menschen denken. Also, die Dschinns, ne, meint er jetzt. Dajjal und die Dschinns. Natürlich gibt es viele Bereiche der Übereinstimmung und einer davon ist der Dschinn. Ja, und der Dschinn, sie sind eine Macht im Verborgenen, welche die menschliche Gesellschaft manipulieren. Und deren kollektiver Name für den Herrscher über die Dschinn, bei den Christen Satan, beim Islam Shaitan oder Iblis. Und schaue ich mir dann das gnostische Glaubenssystem an. Okay. Und es wurden Dokumente gefunden, uralte Dokumente. Gefunden an einem Ort namens Nagadami in Ägypten, 7,8 Meilen von Luxor. An einer Seite vom Nil. Und 1945 haben sie in der Erde ein Glas gefunden, aus dem hervorgeht, dass diese Dokumente ca. 400 nach Christus dort reingelegt wurden. Aber der Inhalt der Dokumente viel weiter zurückreicht. Und ein Fünftel dieser Dokumente, die heute als Nagadi-Bibliothek bekannt sind, beschreiben eine nichtmenschliche Kraft, die die Menschheit manipuliert, aus dem Verborgenen heraus. Eine nichtmenschliche Kraft, die die Menschheit manipuliert, aus dem Verborgenen heraus. Frage in den Chat an die Community und auch an die Leute, die bei YouTube zugucken, weil ich werde das hochladen, Digga, egal wie crazy das ist. Wer glaubt, dass es sowas gibt? Eine nichtmenschliche Kraft, die von außen uns Menschen manipuliert. Egal in welcher Form, ne? Ob das jetzt, wie er gesagt hat, Djinn sind, Teufel, Dämonen, was auch immer, irgendwas in die Richtung. Eins in den Chat. Und bei YouTube in die Kommentare rein. Welche sie die Archonten nannten, was auf Griechisch Herrscher bedeutet. Sehen Sie, warum sie sie so nannten? Und deren Teufelsfigur und Scheitan-Iblis-Figur wird Demiurge oder Djelabeo genannt. Dann habe ich viele Tage lang mit dem großen Zulu-Schaman Krata Muta in Südafrika gesprochen, okay, der ihre Legenden und Berichte über eine nichtmenschliche Macht beschreibt, welche die Menschen manipuliert, von der sie sagen, dass diese eine reptilienartige Form angenommen hat. Bro, wir sind da. Und überall auf der Welt kann man genau dieses Thema aufgreifen. Und dann, als ich anfing, das zu untersuchen, denn wenn du zurückgehst in der Zeit, das, was wir alte Geschichte nennen, dann führten diese alten Opferrituale für diese Götter durch. Ja? Und sie opferten vor allem Kinder. Der Grund dafür ist... Angeblich. Ich weiß nicht. Ich hinterfrage das auf jeden Fall. Dass die Mayas Kinder zum Beispiel geopfert haben für deren Götter und so. Das wird uns erzählt, aber uns wird einiges erzählt, so weißt du. Und es könnte mehrere Gründe dafür geben, warum man uns versucht, das zu erzählen. Ich kann es dir nicht genau sagen, ob es passiert ist oder nicht. Aber die sagen, dass es auf jeden Fall passiert. Ich weiß es nicht, Bro. Aber eine Sache bin ich mir sicher, dass Opferungen nichts Positives sind. Und ein Gott oder irgendein höheres Wesen, was Menschen befiehlt, irgendwas zu opfern, ist nicht Gott, sondern jemand, der sich vielleicht als Gott ausgibt. Weißt du? Opferungen sind auf jeden Fall nicht göttlich. Ich hoffe, da können wir uns drauf einigen, meine lieben Freunde. Letztens hat man tatsächlich eins gefunden, das gefrorene Mädchen, das etwa vor 13.000 Jahren geopfert wurde. Oder was auch immer, ich kann mich nicht genau erinnern. Angeblich. Ja, aber was sie getan haben war, sie hatten das damals akzeptiert, Gott weiß warum, aber sie waren offen dafür. Ja, und es war eine Opferung für die Götter. Ich komme da gleich drauf zurück, aber meine Frage war, was haben die verdammten Götter davon? Nun, ich verstehe es jetzt. Seine Augen sind schon irgendwie creepy, ne? Und dann untersuchte ich diese reichen und berühmten Milliardäre von heute, die heute Mitglieder dieses Kults sind. Und zwar immer und immer und immer wieder.
werde ich in den Satanismus und in die Pädophilie geführt. Die zwei Dinge hängen immer zusammen. Krass. Aus Gründen, die ich in meinen Büchern erkläre. Und was tun diese verdammten Milliardäre alles? Ebenfalls satanische rituelle Opferungen. Und zwar für ihre Version der Götter. Richtig? Genau wie dem alten Gott, den wir in den Filmaufnahmen von Alex Jones gesehen haben. Ja, im Bohemian Grove. George Bush und alle von ihnen waren da. Al Gore war da. Ja, Digga, Epstein, Mepstein. Tun das für die gleichen Götter. Genau dieselben verdammten Wesen. Nennen das nicht Götter, Digga, die tun das für den Teufel. Denen die Alten schon die Opfer brachten, vor denen sie Angst hatten. Diese Leute von heute begehen ihre Opferungen in einem Kult. Ja, und ich habe mit Leuten überall auf der Welt gesprochen. Über die letzten Jahrzehnte, ich mache das schon eine sehr lange Zeit. Seit 33 Jahren mache ich das jetzt und es werden bald 34. Und ich habe mich mit Satanisten verabredet und Menschen getroffen, die gegen ihren Willen an Ritualen teilgenommen haben, die mir von ihren Erfahrungen berichtet haben. Ja, und da sind all diese wichtigen Akteure, der Königsfamilie, der britischen, der holländischen, all das Zeug, alle wichtigen Akteure in dieser satanischen Ritualkultur. Also, dass viele von diesen Leuten auf jeden Fall in dieser satanischen Kultur unterwegs sind, das ist ja schon die ein oder anderen Male ans Licht gekommen, ne? So, die führen ja teilweise Rituale auch durch bei Krönungen und auch die ganzen Stars auf Konzerten etc. pp. Also, ich glaube auch, dass viele von den Leuten, die viel Geld und Macht haben, auch Verbindungen haben zu irgendwelchen satanischen Kulten oder irgendwelchen komischen Ritualgeschichten, die nicht göttlich sind, so, weißt du? Selbst ein LeBron James, Digga, macht irgendwelche satanischen Worship, wenn er aufs Platz läuft, so, wenn er auf dem Platz läuft. Und dann habe ich diese Frage gestellt, die ich vor ein paar Minuten erwähnt habe. Also, was haben die Götter daraus gemacht? Gehen wir mal zurück zum ersten Matrix-Film. Der Morpheus-Charakter hält eine Batterie hoch. Die Matrix ist eine computergenerierte Traumwelt. Erschaffen, um Menschen zu so etwas hier zu machen, eine Batterie. Und von da an bekam ich ein gewaltig großes Verständnis für die Dinge, die was, durch den Film Matrix hast du? Aus verschiedenen Richtungen auf mich zukamen, was ich auch in meinen Büchern erzähle. Diese zitierten Götter, diese Wesenheiten, ernähren sich. Bro, ist schon spannend, ne? Sei ehrlich, Digga. Chat, sollen wir weiter gucken? Eins. Von menschlicher Energie, aber es ist eine ganz... Die ernähren sich von menschlicher Energie, Bruder. Das ist halt eine krasse Metapher, so, ne? Ich meine, wie viele von uns stecken Energie in Dinge rein, wovon wir nichts haben, so? So. Wie viele Menschen verschwenden ihr ganzes Leben, ihre ganze Lebenszeit, ihre ganze Energie, um irgendwas zu jagen, was sie nicht mit ins Grab nehmen, so? Das ist Energy. Das kannst du quasi als Batterie bezeichnen, so. Für wen tun die das? Weißt du, wie ich meine? Wer hat da was von? Nicht deren Nachfahren meistens, so. Sondern die Firmen, für die die arbeiten, die Leute, die da, oder die Leute, die das System in der Hand haben, die das Geldsystem in der Hand haben und diese ganzen Sachen, so. Also, so kannst du es halt auch erklären. Bestimmte Art von menschlicher Energie. Jetzt nochmal ein paar Mainstream-Wissenschaften. Jedes Mal, wenn wir Emotionen verspüren, jedes Mal, wenn wir denken, generieren wir Frequenzen. Und diese Frequenzen, in Bezug darauf, was Frequenzen sind, beruhen auf der Natur der Emotion und des Gedankens, den man hat. Und Wissenschaftler haben herausgefunden, was diese Frequenzen für verschiedene Emotionen sind. Also das ist so, als wenn man in einen Raum geht und das Gefühl hat, oh, hier ist aber eine schlechte Energie drin. Ja, genau. Ich meine, wenn du jetzt in ein sehr altes Haus gehst, wo man weiß, hier sind sehr schlechte Dinge passiert. Ja, man muss verstehen, wenn diese schlimm... Selbst wenn du es nicht weißt, kannst du es fühlen. Dinge passieren. Auch Menschen, wir sind alle schon mal Menschen begegnet, die dir einfach einen komischen Vibe geben, komisches Gefühl. Bei mir ist es oft auch mit Bauchschmerz verbunden oder mein Magen. Ist oft ein Kompass für mich, so, weißt du? Wenn ich in falschen Situationen bin oder wenn irgendwas passiert oder wenn irgendein Mensch mir nicht gut tut oder was auch immer, so, dann spüre ich das oft im Magen. So. Und das haben wir alle schon gehabt. Das heißt, Energie ist vorhanden. Energie geht ja auch nirgendwo hin. Und ich glaube, umso bewusster du wirst, umso mehr kannst du es auch fühlen.
Menschen sind daran beteiligt, dann strahlen sie auch diese schlechte Stimmung aus. Ja, und der Letzte, der jetzt in so ein Haus reingeht und die Frequenz ändert, der sitzt dann so da und vibriert. Also du gehst da rein und denkst, oh mein Gott, das ist aber kalt hier, weil du diese Schwingung aufnimmst. Also das sind diese Energien, über die ich hier spreche, diese Wesenheiten durch ihre eigene Natur bedingt. Schwingen sehr niederschwellig von Natur aus. Denn jeder, der seinen Willen durchsetzen will, durch Manipulation, Leid, Krieg, Tod und Zerstörung, befindet sich in einem sehr niederschwellig schwingenden Zustand. Ist so. Wenn derjenige sich von menschlicher Energie ernähren will, kann er sich nur davon ernähren, wenn wir diese Schwingung abgeben innerhalb eines Frequenzbandes, das sie absorbieren können. Krass. Denn würden wir auf der anderen Seite in... Digga, selbst wenn das nicht so physisch so läuft, ne, das, was er sagt, ist voll wichtig, weil das ist genau so, wie er sagt. Das ist genau so, wie er sagt. Und selbst wenn das keine Wesenheiten oder Entitäten sind, so funktioniert die Welt meiner Meinung nach, weißt du auch. Wenn du göttlich bist, wenn du liebend bist, weil das sind die hochschwingenden Dinge, das sind die Sachen, wo du dich auf eine höhere Frequenz bringen kannst, indem du anderen Leuten das Beste wünschst, anderen Leuten hilfst, ein guter Mensch bist, versuchst jeden zu lieben, so zu leben, als ob wir alle eine Familie sind, als ob wir alle das Gleiche sind im Endeffekt. Dann schwingst du hoch und dann bist du nicht mehr so offen den bösen, teuflischen Energien gegenüber, so, weißt du? Das macht voll Sinn, was der sagt gerade. In einer Welt der Liebe, Freude, Spaß und Frieden leben, dann würden wir auch Frequenzen abgeben, ja, aber die wären viel höher schwingend. Sie wären nicht in der Lage, diese zu absorbieren. Also wie Radiosender in dem alten analogen System, die sich zwar im selben Raum befinden, aber sich nicht gegenseitig stören, weil sie auf unterschiedlichen Wellenlängen liegen. Ja, und wir leben hier in einer Welt, in der es ebenfalls um Wahrnehmungskontrolle geht. Und das ist absolut nichts im Vergleich zu dem, was wir augenscheinlich zu erleben scheinen. Wir haben also diese dämonische Hierarchie. Und dann haben wir da diese menschliche Hierarchie aus Ministern, Präsidenten und Königen in unserem Land. Ja, und diese Hierarchie ist für den öffentlichen Konsum bestimmt. Ja, und das ist die Hierarchie, die hier den Ton angibt. Der sagt krasse Sachen, Digga, sag ich dir ehrlich. Sehr spannend. Gibt so ein bisschen auch, hat so ein bisschen Vibes auch von Erich von Däniken mäßig, so, ne? So die Spannung ist ähnlich, Alter. Die königlichen Familien sind königlich und bezeichnen sich selbst als besondere Blutlinie, als Blaublüter, weil sie das Vehikel dafür sind, dass dieses dämonische Reich in unser irdisches Reich gelangt. Das ist auch der Grund, warum sie jetzt immer noch sehr wählerisch sind. Crazy ausgedrückt, Alter. So wie er es gesagt hat, das dämonische Reich kommt nur ins Irdische, wenn es genug Menschen gibt, die auch niedrig schwingt sind. So. Das ist so heftig, Mann. Das macht doch voll Sinn, finde ich, ja. So. Das heißt halt, dass das Gefühl, was ich schon immer habe, umso mehr Menschen auf den göttlichen Frequenzen unterwegs sind, und wenn da eine kritische Masse erreicht ist, dann kann diese dämonische Welt hier nicht mehr übernehmen. Aber solange ein Großteil der Menschen auf diesen niedrigen Schwingungen unterwegs ist und damit quasi sich öffnet den teuflischen Sachen gegenüber und der dämonischen Welt, umso länger wird diese Welt halt so sein, weißt du, wie ich meine? Ich finde das krass. In ihre Familie lassen, ja? Ja, genau. Abgesehen natürlich von Jimmy Savile, weil er hat ihnen gedient, genauso wie sie es wollten. Denn es gibt... Deswegen ist es ja auch so, dass die Menschen so unbewusst gehalten werden und mit niedrigen Schwingungen gefüttert werden, wie Sexualität und diese ganzen niedrigen... Neid, Missgunst, Hass. Überall, Digga, auf TikTok, YouTube, Twitch, Instagram, die ganzen Hater und so. Das hat Überhand genommen, weißt du? Leute, die lieben, die versuchen, eine gute Message zu verbreiten, die versuchen, irgendwie göttlich zu sein, die werden gecancelt teilweise. Die werden deswegen bekämpft, so wie damals schon, Jesus etc. pp. Und das hat auch alles seine Gründe. Aber wir dürfen halt nicht aufgeben. Wir müssen das Gute weiterhin verbreiten. Und ich glaube daran, dass wir am Ende des Tages gewinnen werden auch. Weil, wie gesagt, Liebe und positive Energy und die guten Sachen auf der... Also das ist... Das wird einfach am Ende des Tages immer gewinnen, weil es stärker ist. So. Aber wir müssen halt versuchen, mehr Menschen dahin zu bekommen. Ein Grund dafür, warum sie so eine große Zahl von Pädophilen sind. Ja, und was wir jetzt haben, ist eine Rumpfkönigsfamilie. Da haben wir Charles und den William und seine Kinder, die noch sehr, sehr jung sind.
Du hast Prinz Harry und seine Händler, Meghan Markle, die Raketen abfeuerten über den verdammten Atlantik auf die königliche Familie in Libyen. Ich habe tatsächlich eine Frage zu ihm, weil sie sind sehr gut im Runterbrechen der Details. Weil sie das Schicksal von Diana sehr detailliert aufgeschlüsselt haben und dass die wahrscheinlich hoch ist, dass sie getötet wurde. Glauben Sie, dass Prinz Harry und Meghans Situation dadurch verursacht wurden, weil sie den Verdacht hatten, dass seine Mutter ermordet wurde? Oh, das weiß ich nicht. Alles, was ich dazu sagen kann, wenn man sich die Beweise ansieht und nicht erkennt, dass es sich um einen Mord handelte, in vielerlei Hinsicht tatsächlich um einen Ritualmord, dann ist man einfach nicht aufmerksam. Ich meine, es ist so verdammt offensichtlich. Diese Symbolik, also diese Leute lieben die Symbolik. Also bei dieser Sekte geht es in vielerlei Hinsicht um Symbolik. Das ist ihre Sprache. Ich erinnere mich, du hast einmal eine Tour durch London gemacht, in der du darauf aufmerksam und hingewiesen hast, wie satanisch diese königlichen Symbole immer wieder sind. Ja, genau, sie sind es. Und wenn du dir die Sache mit der Diana ansiehst, ich meine, Diana war die alte Mondgöttin, ja? Du meinst also, das war der tatsächliche Name von, ja genau, die Alten verehrten Diana als die Göttin, Göttin des Mondes und so weiter. Ja, und der Pont-Dalma-Tunnel, wo sie starb, wird von den Briten als Brücke oder Durchgang der Mondgöttin übersetzt. Also ich meine, diese Leute, sie lieben über alles diese Symbolik. Und wenn sie anfangen, diese Sprache der Symbolik zu verstehen, dann können sie sehen, dass sie es uns sagen. Sie sagen es uns, aber natürlich wissen sie, dass die meisten Leute die Sprache der Symbolik nicht verstehen, aber sie sagen es uns. Ja, ja, eindeutig, sie wurde ermordet. Sogar mit der königlichen Kleidung und dem Umhang und all diesen Zeugs mit diesen verdammt großen goldenen Stäben, mit diesen Emblemen da drauf. Du hast uns das ja alles gezeigt und erklärt, was es wirklich bedeutet. Naja, siehst du, ich meine, es ist eigentlich relativ aktuell. Du schaust dir die Krönung von Prinz Charles an. Ich meine, das war alles Symbolik. Ja, Digga. Da ist doch auch so ein komisches... Das ist auch so was Komisches hinten vorbeigelaufen, so ein schwarz verkleidetes irgendwie was. Keine Ahnung, diese Krönung, da waren sehr viele Symbole auf jeden Fall am Start. Das war alles satanisch-esoterische Symbolik. Ich habe einmal einen Mann getroffen. Seine Mutter war eine Hellseherin, die sich für alles Esoterische interessierte. Und er sagte, weißt du, meine Mutter kann die Farben vorhersagen, die die Königin jeden Tag als Kleidung trägt. Der Sensenmann, genau, der Sensenmann. Stimmt. Any day. Weil alles dem esoterischen Kalender entspricht. Was bedeutet Esoterik? Verborgen. Ah, okay. Das, was man Okkultismus nennt. Okkult ist ein Wort für... Verdecktes Wissen, verstecktes Wissen. Okkult. Marvin Satori, Leon, was hältst du von Fasten? Stark. Fasten, eines der wichtigsten Tools so für uns Menschen. Ist ein Hack, Lifehack. Verborgene, also auch Dinge wie Charakterfehler und solche Sachen. Ja, genau, es ist alles Symbolik. Ja, und das alles interagiert irgendwie mit der Energie, um Energie auf eine bestimmte Art und Weise zu manipulieren. Die satanischen Rituale werden alle auf diese Art und Weise durchgeführt, um da... Bruder, aber hast recht, Yasuke, der Hintergrund ist crazy, ne? Mit den Lampen und so, richtig mystisch, Bro. Energiefeld zu manipulieren. Ja, und was sie da tun, ist, sie zelebrieren die gleichen Rituale an den gleichen Orten immer und immer wieder. Und was das bewirkt, ist, es wird immer dünner. Denn was diese Rituale bewirken, wie ich bereits sagte, sie interagieren mit diesen niederen, astralen, zitierten Göttern, Dämonen. Und umso öfter sie das an demselben Ort tun, dünnen sie das Feld aus, den Dimensionsunterschied, an diesem Punkt zwischen unserer Welt und jener Welt, was von mir und auch von Satanisten schon oft beschrieben wurde. Diese Wesenheiten in groß angelegten Ritualen schlüpfen aus ihrer Dimension in unsere hinein und erscheinen vor dem Satanisten. Könnte das auch so eine Art Vision sein? Echt? Physisch als echte Wesen? Da bin ich skeptisch, sage ich dir ehrlich. Wenn Sie wissen, wie viele Menschen bei Meditationen haben. Oder meinst du das buchstäblich, dass sie physisch erscheinen? Ja genau, sie erscheinen buchstäblich. Hm.
I don't know. Aber nicht für lange, wegen diesem Schwingungsunterschied zwischen ihrer Welt und unseren. Als hätte man einen Geist gesehen. Sie können für eine kurze Zeit reinkommen, aber dann müssen sie wieder gehen. Was du... Und los. Vorhin über WLAN und so ein Zeug alles gesagt hast. Wenn ich zu Leuten, die nichts über Computer wissen, sagen würde, dass es in diesem Raum ein Informationsfeld gibt, auf das man überall von der Welt aus zugreifen kann, wenn man das richtige Werkzeug hat, dann würden die Leute sagen, hey, du bist verrückt, Mann, wovon redest du? Ich kann hier überhaupt nichts sehen. Die auf ihre fünf Sinne zentrierten... Ich meine, es ist ja auf jeden Fall so, dass es... Meiner Meinung nach ist es so, dass um uns herum Dinge passieren, die wir nicht sehen können. Das hat er ja auch gut aufgebaut in dem Talk, weißt du? Der hat ja auch gesagt, ey, guck mal, die und die Frequenzbereiche können wir sehen, die und die Frequenzbereiche können wir nicht sehen. Und da finden auf jeden Fall Dinge statt, außerhalb von dem, was wir sehen können. So. Und ich kenne auch viele Leute, die schon mal psychedelische Erfahrungen gemacht haben, wie Ayahuasca zum Beispiel, und dann da auch Sachen gesehen haben oder Wesenheiten gesehen haben und so, die jetzt nicht physisch am Start sind und die du nicht sehen kannst, wenn du nicht irgendwie was genommen hast oder irgendwie, weißt du, auf anderen Frequenzen unterwegs bist. So. Deswegen, man kann sich das vorstellen irgendwo, aber es ist halt auch irgendwie schwierig, sich das vorzustellen. Weißt du? Deswegen, I don't know, Digga. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass es wirklich Leute gibt, auch aus Hollywood und so, die physisch den Teufel gesehen haben und dann wirklich einen Vertrag unterschrieben haben, weißt du? Für mich persönlich sind das auch viele Metaphern so, weißt du? Metaphern für Sachen, die es gibt, aber die du nicht physisch anfassen kannst, so, weißt du? Die kannst du nicht sehen, die kannst du nicht anfassen, aber die sind da. Und sowas wie eine teuflische Energie und wie er sagt, diese teuflische, dämonische Welt und aber auch die göttliche, positive Energie, positive Welt, das ist halt da, aber ich weiß nicht, ob das physisch ist, so, weißt du? Und Seele verkaufen, Vertrag unterschreiben, passiert halt mit deinen Taten teilweise, weißt du? Was für Taten du, also dass du anfängst, gegen Ethik, Moral zu gehen, anfängst, ungöttliche Dinge zu tun, anfängst, dich selbst zu verkaufen für Geld, Fame, dies, das, bla. So geht das los, meiner Meinung nach. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich ein physischer Typ mit Hörnern reinkommt, der jetzt der Teufel ist und sagt, ey Junge, hier ist ein Vertrag, unterschreib den jetzt, Digga, weißt du, wie ich meine? Menschen, und das sind die meisten Menschen, weil wir von der Natur aus ermutigt werden, uns auf unsere fünf Sinne zu verlassen. Ihr Schiedsrichter über alles ist, kann ich es sehen, riechen, schmecken, hören, fühlen und so weiter. Aber das ist so ein kleines Frequenzband, es ist lächerlich. Die Welt, von der wir glauben, wo wir drin wären, die ist so winzig. Wussten Sie, dass 99,9% des Universums und das ist... Findet vieles auch im Kopf statt. Man muss sich nicht unbedingt... Man muss sie nicht unbedingt sehen können. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Streamwissenschaft besteht aus Plasma. Nichts davon ist physisch, sondern Plasma. Und was sie mit der atomaren Ebene bezeichnen, also die aus Atomen besteht, aber Atome an sich sind leer. Zum Verständnis, das ist keine feste Materie. Das ist ein winziger Fleck im Universum. Und dieser winzige Fleck, dieses schmale Band, ist mit dem verbunden, was wir als Licht bezeichnen und sehen können. Also wir gucken auf einen Fleck. Und der Rest des Universums, was uns umgibt, einschließlich der Wesenheiten in ihm. Und darüber sind wir uns nicht bewusst. Wir sind uns nicht nur nicht bewusst, sondern wir glauben auch noch, es würde nicht existieren. Also, du hast dieses WLAN. Und wenn Sie jetzt zu Leuten sagen, die sich mit Computern und WLAN auskennen, und du sagst den Leuten dasselbe, es gibt ja ein Informationsfeld in diesem Raum, in das du dich einklinken kannst, dann sagen sie, ja, ja, WLAN, ich kenne das. Und der einzige Unterschied zwischen, ja, ja, ich weiß das und du bist verrückt, ist Wissen. Und je mehr man Wissen manipulieren und unterdrücken kann, umso mehr Menschen werden sich dem verweigern, was tatsächlich passiert. Weil sie sich nicht vorstellen können, dass es möglich ist, weil man ihnen das Wissen vorenthalten hat. Dasselbe haben sie mit diesem Kult, da sind zwei Welten in einer Welt. Sie haben das Netzwerk der Geheimgesellschaften, was ich erklärt habe. Was stark unterteilt ist, nur der innere Kern kennt die... Digga, was für eine spannende Scheiße, Digga. Also nicht Scheiße, so, weißt du, was ich meine, das ist mein Sprachgebrauch, aber es ist schon sehr spannend gerade, ne? ...Geschichte. Und dann ist da noch die Bevölkerung.
Und was passiert, ist, dass das Wissen über die Realität und das Wissen, wo man mit die Menschheit gefüttert hat, ist in dieser Sekte versteckt, über die letzten Generationen. Und derselbe Kult hat das Bildungssystem in Amerika geschaffen, ins Leben gerufen durch die Rockefellers, zuletzt von J.D. Rockefeller. Ja, und denen gehören die Medien und die Quellen der Informationen, außer ein paar von bestimmten Leuten, die versuchen, das alles aufzudecken. Und diese Informationsquelle für die Bevölkerung ist so eng wie möglich gestaltet, so dass die Leute gar keine verdammte Ahnung davon haben, was sie eigentlich wissen. Da bin ich auch überzeugt von. Hundertprozentig. Also wir sind komplett nicht hundertprozentig informiert, was die Menschheitsgeschichte angeht, was so viele verschiedene Sachen angeht. Ich bin auch überzeugt davon, dass wir gewisses Wissen extra nicht bekommen, damit wir nicht realisieren, wer wir sind. Und das merkst du bei so vielen verschiedenen Sachen ja auch, weißt du? Und es kommt ja auch immer mehr ans Licht. Es kommt ja immer mehr ans Licht, weil es immer mehr von diesen alternativen Medien gibt, die versuchen, das Ganze aufzudecken. Merkst du halt einfach, dass wir teilweise echt hardcore angelogen werden und wurden. Und wenn Leute wie ich anfangen, das aufzudecken durch Schweiß und Spucke, was sie wissen, und das weitergebe an die Bevölkerung, sagt ein Großteil der Bevölkerung, du bist verrückt, Kumpel, aber das ist die Idee. Das erinnert mich an ein Interview. Das ist bei allen Leuten so, die ein bisschen außerhalb des Narrativs gehen, so, weißt du, wie ich meine? Und das ist halt auch crazy, aber wenn du, das ist halt so eine Sache, da muss ich echt sagen, da bin ich auch froh, dass ich so bin. Egal, ob jemand verrückt wirkt oder ob ich mir denke, so, ey, die ein oder anderen Sachen, die der sagt, die sind voll crazy und so. Ich höre nicht auf zuzuhören, weißt du? Auch bei ihm am Anfang dachte ich auch so, komisch, skeptisch, was, Echsen, dies, das, bla. Nur weil er einmal das Wort Echse gesagt hat, so. Aber viele von den Sachen jetzt im Nachhinein, was der so erzählt, da sind Wahrheiten dabei, weißt du? Auch auf spiritueller Ebene. Selbst wenn er auch sagt, das ist alles physisch und so, auf spiritueller Ebene gibt, würde ich das ähnlich beschreiben, wie er das eben auch beschrieben hat. So. Und deswegen glaube ich, für uns Menschen ist es extrem wichtig, dass wir nicht andere verurteilen oder abstempeln direkt, sondern auch versuchen einfach mal einem Menschen zuzuhören, auch wenn wir am Anfang vielleicht so ein bisschen das Gefühl haben, dass der vielleicht ein bisschen verrückt ist oder irgendwas Komisches erzählt, hör doch weiter zu und guck, ob du irgendwas lernen kannst, ob du irgendwas auf irgendeine Art und Weise mitnehmen kannst oder ob irgendwas von dem, was der sagt, Sinn macht. So. Dann hast du doch nichts verloren. Wir tendieren immer dazu, einen Menschen, wo wir nur einen Satz hören, der ein bisschen crazy ist, dann direkt zu verurteilen und zu sagen, das ist ein Idiot und der muss gecancelt werden und bla 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 bla, Digga, weißt du? Du hattest mit Philip Schofield, und er sagte, wenn du gegen das System vorgehen willst, wird es zum Chaos kommen. Und deine Antwort war, Kinder vom Himmel aus zu bombardieren, ist Chaos. Und deswegen bin ich gegen ihn, du weißt, was ich meine. Ich bin fasziniert von dieser Idee, dass es in der Geschichte der Menschheit eine Lücke gibt, wo Dinge sich änderten. Und ich weiß, du hast doch... Safe, und vor allen Dingen auch, wo die Menschheit entstanden ist. So, ich glaube, da sind wir auch schon falsch informiert, weißt du? Wie die Menschheit und wo die Menschheit entstanden ist. Und wie lange es eigentlich schon Menschen auf diesem Planeten gibt, so. Ich glaube, da gibt es Informationen, die vor uns ferngehalten werden, so. Auch wie die Zivilisation von damals gelebt haben, so. Die werden uns als primitive Affen verkauft, die irgendwie stupid waren, so, weißt du. Aber da gab es Geschichten bei den Ägyptern, bei den Mayas in Afrika etc. pp. Da gab es Geschichten, Bro, die einfach zeigen, wie heftig wir mal waren als Menschen, so. Und das sollen wir halt nicht mehr finden. Da sollen wir keinen Zugang mehr hinfinden, weil dann werden wir auch heftig eventuell, weißt du? Schon mal über die Sache mit den Anunnaki geredet. Dass uns mal Aliens besuchten und die uns genetisch verändert haben und wir dann auch immer mehr so aussahen wie die. Jetzt kommen die Ersten schon wieder und sagen, der Typ ist wie Trump, kontrollierte Opposition. Ja, das ist halt so, für manche Leute ist alles kontrollierte Opposition, Digga. Was sollen wir dann jetzt, Bro. Wem willst du denn dann noch zuhören oder was willst du denn dann noch machen? Digga. Ich auch? Bin ich auch kontrollierte Opposition? Sei ehrlich. Was denkst du? Meinst du, die haben mich installiert nach Corona? Irgendwie FBI-technisch oder so? Und jetzt mache ich hier diese ganze Aufklärungsarbeit und gucke mir diese Sachen an, weil ich irgendwie eine tiefere Message verbreite, die euch dann schadet und so? Sagst du, gibt es da eine Verbindung zwischen den Aliens und Dämonen? Ist das alles dasselbe oder sind das grundsätzlich zwei verschiedene Dinge? Ich denke, dass das... Weiß ich nicht, sagt er. Siehst du, das ist halt so,
Ich verstehe das, Digga, aber so gehe ich da nicht ran, Digga. Überwiegend ein und dieselbe Sache ist, ja. Ja, und ich denke, dass die O'Brien, das wird kontrovers jetzt. Oh, genau das mögen wir. So viele der Religion. Jetzt wird's kontrovers, Digga, los geht's. Verehren den falschen, sogenannten zitierten Kerl, den blutrünstigen, arroganten Tyrannen eines Gottes, der im Alten Testament beschrieben wird. Das sind die Dämonen. Ja, und ich glaube, dass eine Menge dieser Götter, die Menschen anbeten oder ihre Version von Gott in den verschiedenen Religionen verehren, was in Wirklichkeit ein dämonisches Reich ist. Und was lässt sie das denken? Ja, das ist der alttestamentarische Gott. Ja, ich meine, er ist ein Tyrann, er ist ein blutrünstiger, verdammter Tyrann. Der Opferung fordert und so, Digga. Oh, er ist ein liebender Gott. Wovon redest du? Du solltest besser die Passagen lesen. Die sehen nicht so aus. Ja, und du musst mich einfach nur anbeten. Ne, weißt du, wie ich meine? Ne, weißt du, wie ich meine? Und in diesen gnostischen Dokumenten, die man 1945 gefunden hat, die man in das Glas getan hat, 400 nach Christus, sie zitierten Joel DeBeo, den Demiurge, ihre Version des Teufels, Satan, Scheitern, Iblis. Ja, und sie zitierten ihn verdammt nochmal fast wortwörtlich und sagten dasselbe. Du darfst keinen anderen Gott außer mir anbeten. Ich bin der einzige Gott und all dieses Zeug, dass es die Söhne Gottes sind. Und sie. Also ich habe mir auf jeden Fall auch so ein bisschen auf jeden Fall die Bibel durchgelesen, auch das Alte Testament etc. pp. Und ich muss da auch ganz klar sagen, dass ich da teilweise für mich auch gesehen habe, dass das, also für mich, wenn ein Gott würde niemals fordern, dass irgendwas geopfert wird für ihn oder so, weißt du? Da ist ein total verzerrtes Bild von Göttlichem, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist Gott pure Liebe, reine Liebe, hochschwingende Geschichten, weißt du? Sachen, die Jesus zum Beispiel gepredigt hat teilweise, wo auch immer noch ein bisschen Wahrheit drinsteckt, auch in der Bibel, auch wenn da viel rumhantiert wurde, glaube ich, war jemand, der Liebe gepredigt hat, der Miteinander gepredigt hat, der sogar gepredigt hat, dass wir unseren Nächsten lieben sollen, auch wenn der uns was angetan hat. Der hat gebetet für die Leute, die ihn ans Kreuz genagelt haben und so. Das ist für mich göttlich. Das ist für mich so göttlich. Das hat für mich was mit Göttlichem zu tun. Aber ein Gott würde niemals einem Wesen auftragen, irgendwie irgendwas zu opfern für ihn oder so. Das ist für mich voll ungöttlich. Sich mit den Töchtern der Menschen gekreuzt haben und damit die Rasse der Neffe. Aber deswegen ist die Bibel nicht falsch. Es ist auf jeden Fall, Bibel ist auf jeden Fall, was heißt falsch? Ich will da jetzt gar nicht so tief in die Bibelrecherche reingehen, so, aber was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass die Bibel lange Zeit nach dem Propheten geschrieben wurde und dass der Prophet Jesus nicht wirklich Einfluss darauf hatte, was geschrieben wird. Was auch Fakt ist, dass der Typ, der die Bibel zusammengefasst hat oder geschrieben oder die Bücher zusammengesammelt hat, selber Bedenken hatte und sich selber bei dem christlichen Oberhäuptern gemeldet hat und gesagt hat, die Geschichten passen nicht zusammen, was soll ich da machen? Und ich müsste das verändern oder ich müsste da Anpassungen machen, damit das irgendwie zusammenfittet. So. Bücher wurden rausgelassen, irgendwelche Priester oder irgendwelche Päpste haben entschieden, was reinkommt, was nicht reinkommt. Du kannst nicht von Gottes Wort reden, wenn du sagst Bibel. Weißt du, du kannst nicht sagen, alles, was in der Bibel steht, ist true und ich folge dem 100%. Kannst du machen, natürlich, aber ich persönlich kann das nicht annehmen. Weißt du, geht nicht. Geschaffen haben oder was auch immer. Kannst du das ein bisschen näher erklären? Die meisten Menschen wissen nichts von der Theorie. Nun, das ist eine Zeile in der Bibel, die Söhne von Gott, die Söhne der Götter. Also es heißt tatsächlich die Söhne der Götter und es wurde im Singular Söhne Gottes übersetzt. Aber tatsächlich steht dort im Plural die Söhne der Götter. Und es geht dabei um die Kreuzung zwischen den... Ist so. Das, was der Don Spliffo reinschreibt, fühle ich ähnlich. Die Bibel, die Wahrheit gab es davor und auch für immer. Die Bibel braucht es dafür nicht. Es braucht nichts. Die Wahrheit ist allgegenwärtig. Gott ist überall. Du brauchst, um Gott zu realisieren und Gott zu finden, kein Buch. Du brauchst kein Gebäude. Du brauchst nichts. Du brauchst dich, weil Gott ist in dir. Und was dir helfen kann, ist die Natur. So. Mit diesen beiden Sachen kannst du Gott schon finden. Du brauchst keinen anderen Menschen, du brauchst kein Buch, du brauchst kein Gebäude, du brauchst nichts. Nichts.
Und Menschen wie Jesus, der auch gelebt hat, meiner Meinung nach, hat genau das getan und hat genau so Gott gefunden und hat genau so versucht, anderen Menschen zu erzählen, wie er das geschafft hat. Und die haben den Kult draus gemacht. So. Aber er selber wollte nur andere Menschen davon überzeugen und anderen Menschen helfen, Gott zu finden. So. Weißt du? Und diese Menschen gab es schon immer auf der Erde und die wird es auch immer geben. So. Leute, die den Zugang finden und dann versuchen werden, anderen Leuten mitzuteilen, wie sie es geschafft haben. Der Götter und den Menschen. Ja, und dadurch wurde diese Rasse des Nephilim-Typens erschaffen, wovon wir gesprochen haben. Ja, und wenn wir uns andere Quellen und andere Kulturen anschauen, dann erzählen die uns genau dieselbe Geschichte. Und ich meine, die Geschichte von Adam und Eva können sie ebenfalls in verschiedenen Kulturen finden, immer wieder anders erzählt. Ja. Biblischen Geschichten sind eigentlich eine Verschmelzung von vielen Geschichten, die viel weiter zurückgehen. Es wird dort nur von einem anderen Ort und in einem anderen Kontext gestellt. Ja, es ist schon lustig, dass all diese ähnlichen Charaktere in verschiedenen Büchern auftauchen, geschrieben von verschiedenen Menschen im Abstand von Tausenden von Jahren. Ja, genau, exakt. Sie haben diesen biologischen Computer, der tatsächlich die Matrix entschlüsselt. Weshalb, also wenn der biologische Körper, der biologische Computer aufhört zu funktionieren, was wir als Tod bezeichnen, dann verlässt unser Bewusstsein unseren Körper, weil der biologische Computer aufgehört hat, weiterhin die Matrix zu dekodieren. Ja, er funktioniert nicht mehr. Ja, und das Bewusstsein den Körper verlässt, ja, und da gibt es unglaubliche Berichte auf der ganzen Welt über Nahtoderfahrungen. Und da reden sie über ihre Erfahrungen in einer komplett anderen Realität, die in dem Moment eindeutig ein ganz anderes physikalisches Gesetz hatten, richtig? Also das ist interessant, ich habe es vorhin schon gesagt. Also ich hatte kurz nach der Jahrtausendwende dieses überwältigende Gefühl, dass es eine Simulation und dass die Begrenztheit dieser Simulation auf dieser Ebene und auf anderen Ebenen ist die Lichtgeschwindigkeit. Ja, und die Lichtgeschwindigkeit scheint für Wissenschaftler wie Einstein die höchste Geschwindigkeit zu sein. Aber diese ist limitiert für diese Realität. Ja, und in der Zeit, als ich dieses sehr starke Gefühl hatte, ich habe ja schon angefangen, darüber zu sprechen, ja, und ich habe dann überall herumgeschaut, gibt es noch irgendeinen anderen, der der Meinung ist, dass wir in einer Simulation leben? Ja, und ich habe da einen Typen gefunden mit Namen Nick Bostrom, Professor von der Oxford Universität, der auch sagte, dass er das Gefühl hätte, dass es sich um eine Simulation handeln könnte, aber seine Erklärung war eine andere als meine. Und dann, als die Jahre vergingen, ich habe darüber geschrieben, immer mehr Mainstream-Wissenschaftler, erst vor 2 Wochen stand das in allen Zeitungen in Großbritannien, in der Portsmouth-Universität. Und ich habe angefangen, auf beiden Seiten des Atlantiks und in Japan und an ähnlichen Orten, ja, und für mich sah es wirklich aus, als wäre es eine Simulation. Ja, und wenn man diesen Weg der Simulationshypothese folgt, all die Geheimnisse des Lebens können nicht durch die offizielle Version der Realität erklärt werden. Und ich habe damit angefangen. Und im April 2021 ist ein Artikel im Mainstream Science Magazin von Scientific American erschienen. Und es war ein Akademiker, der sagte, er sei zu dem Schluss gekommen, das ist eine Simulation und sie ist begrenzt durch die Lichtgeschwindigkeit. Das hat mich aus meinem verdammten Stuhl gehauen. Die Gesetze der Physik, was wir die Gesetze der Physik nennen, sind die Grenzen des Spiels, die einprogrammiert wurden in dieses Spiel. Von wem? Spieleentwicklern des Spiels. Spieleentwickler, Bruder, der geht jetzt ganz tief rein. Wer sollen diese Entwickler gewesen sein? Also deshalb, wenn das Bewusstsein den Menschen verlässt, es die Programmierung der Matrix verlässt. Also ich gebe ihm irgendwie recht auf irgendeiner Ebene. Auf einer anderen Ebene finde ich, der drückt die Sachen halt voll crazy aus, Digga. Weißt du, was ich meine, so? Ja, ich glaube daran, dass wenn wir sterben, dass wir nicht sterben und dass wir dann den Übergang zur anderen Welt finden und dass in dieser anderen Welt ganz andere Gesetze gelten als hier auf dieser Erde, weißt du? Hier auf der Erde leben wir in der Dualität. Hier auf der Erde gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten, die kannst du nicht brechen. Ich glaube aber, es gibt definitiv eine Welt, in der du anderen Gesetzmäßigkeiten folgst, wenn überhaupt irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten folgst, so weißt du, wie ich meine? Die Frage ist halt, ob das irgendjemand, vielleicht redet er auch einfach nur von Gott, der die Welt erschaffen hat, so mäßig, ne? Dieses programmiert und dieses, das ist nur ein Spiel und nur eine Simulation, hört sich halt so an, als ob das nicht echt ist. Aber es ist ja schon echt, weißt du? Echt. Es gibt zwar noch mehr als das und es gibt was darüber hinausgeht,
Und das wirst du merken und spüren, wenn du stirbst oder wenn du irgendwelche psychedelischen Erfahrungen machst oder was auch immer so. Heißt aber nicht, dass das, wo wir jetzt gerade leben, nicht auch echt ist. Aber es ist halt eine andere Realität so. Es ist ja nicht fake. Also das Bewusstsein den biologischen Computer verlässt, dann erleben sie eine Welt mit einem ganz anderen physikalischen Gesetz. Die physikalischen Gesetze sind in unserer Realität begrenzt. Wissenschaftler, die ich... Naja, wir haben das Gleiche gesagt in anderen Worten quasi. ...sagen, sie haben angefangen, an Gott zu glauben. Klar, auch ein Einstein hat am Ende angefangen, an Gott zu glauben, Mann. Alle Wissenschaftler, die wirklich tief reingegangen sind, haben gemerkt, oh shit, da gibt's was, was drüber hinausgeht, so... Das können wir nicht mit dem Shit, den wir hier auf der Erde zur Verfügung haben oder mit unserem Verstand oder mit irgendwelchen anderen Sachen erklären. Weißt du? Geht nicht. Weil er sagte, wenn man Blut unter einem Mikroskop betrachtet, dann sieht man, es ist ein Design. Diese Liebe zum Detail, fast wie ein Fingerabdruck unserer Schöpfer. Genau dort kann man diese Muster sehen. Das ist kein zufälliger Unfall. Nein, es ist kein Unfall, das ist die Schöpfung. Sie wissen ja, dass von der Wissenschaft oft gesagt wird, dass wir nur kleine Staubkörner wären, die hier nur durch Staub, durch einen völligen Urknallunfall entstanden sind, der so einfach passiert ist. Ja, und jetzt sind wir alle hier und leben unser Leben aus. Und schauen wir ins Universum raus, dann sehen wir, wie winzig und wie unwichtig wir sind. Aber wir haben noch nichts davon wirklich erforscht. Und selbst die Dinge, die wir erforscht haben, da können wir nicht sicher sein, dass sie echt sind. Zum Beispiel die Mondlandung. Das ist wirklich... Oh shit, Moonlanding, Digga, wir sind drin. Ein großartiger Punkt und ich habe den auch in meinen Büchern behandelt. Sind wir wichtiger, als wir bereit sind zu glauben? Ja, das sind wir, weil wir sind ein Teil des unendlichen Königreichs des Bewusstseins. Deshalb sind wir letztendlich genauso mächtig wie dieser unendliche Bereich des Bewusstseins. Aber was die Matrix, die Simulation, bewirkt, ist, dass sie uns in einer Wahrnehmung hält, in einer Gefängniszelle, die uns davon überzeugt, dass das der Grund ist, warum dies geschieht, dass wir unbedeutend und klein sind und keine Macht haben. Wenn Sie von Milliarden Menschen die Ausdrucksform des Bewusstseins kontrollieren in dem menschlichen Körper, dann ist es genau das, was du willst, was sie glauben sollen. Und da ist noch ein anderer Punkt. Da ist so. Überleg mal, du glaubst daran, dass es auf jeden Fall noch drüber hinausgeht, weißt du? Und du glaubst daran, dass du nach diesem Leben nicht sterben musst, wenn deine Hülle quasi gestorben ist, so. Und du glaubst daran, dass es noch eine höhere Ebene gibt, dass es sowas wie Gott gibt. Dass es eine Ebene gibt, wo wir auch alle miteinander verbunden sind und so, dann lebst du dein Leben auch ganz anders, weißt du? Du hast keine Angst davor zu sterben, du hast keine Angst davor, gewisses Materialismus nicht zu bekommen oder diese ganze Jagd, die wir machen als Menschen, so, weißt du? Ich muss so und so viel Geld, ich muss den und den Status und ich muss hier und ich muss, dafür gehe ich auch über Leichen, scheiß drauf, dafür verkaufe ich meine Seele, dafür mache ich dies, mache ich das. Das machst du dann alles nicht mehr. So ein Kerl, der heißt Fermi, nachdem das Fermi-Paradoxum benannt wurde. Und er hat in den Nachthimmel geguckt, was nicht überraschend war, und er sagte, wo sind die verdammten Alien? Da sind alle diese Lichter und alle diese Planeten. Sie reden von Milliarden von Sternen, Milliarden von Planeten und Milliarden von Universen und was auch immer. Und wo sind jetzt die verdammten Aliens? Okay, Freunde, Digga, ich wollte es eigentlich fast zu Ende gucken, aber ich bin durch. Fast 4 Stunden am Stream. Das Ding geht noch 13 Minuten. Wenn Interesse besteht, dann werden wir das auf jeden Fall das nächste Mal weiter angucken. YouTube, schreibt das in die Kommentare rein, ob ihr den Rest auch noch sehen wollt. Dann werde ich das auf jeden Fall im nächsten Stream machen und dann auch hochladen. Ich liebe euch auf jeden Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Gedanken unten in die Kommentare rein. Und ja, Mann, Alter, ich liebe euch. Haltet schön die Ohren steif. Bis zum nächsten Mal. Peace out.